Großbaustelle auf der Kreisstraße zwischen Emmingen und Liptingen. Hier ist zurzeit das Unternehmen Walter Straßenbau aus Trossingen im Einsatz. Sonja Walter, Unternehmerin in dritter Generation, besucht die Baustelle regelmäßig. Ja, wir sehen hier eine größere Asphaltbaustelle. Wir bauen die Straße zwischen Emmingen und Liptingen ein. Die bekommt zwei neue Asphaltschichten, eine Asphaltbinderschicht und eine Asphaltdeckschicht. Wir haben sehr viele Geräte heute im Umlauf. Wir bauen bis zu 2000 Tonnen Mischgut heute ein. Es ist ein Beschicker und zwei Fertiger und mehrere Walzen heute im Einsatz. Der Asphalt wird im eigenen Werk in Schura gemischt, dann verladen und direkt auf die Baustellen gebracht. Doch nicht nur der Straßenbau zählt zu den Schwerpunkten des Unternehmens, auch der Tiefbau, Erd- und Deponiebau, die Baugebietserschließung und Baustoffherstellung. Stolz ist das Familienunternehmen auf ihre 75-jährige Geschichte. Ja, also das waren die Anfänge sicher nicht einfach für den Gründer. Aus einfachen Verhältnissen hat er sich zum Straßenbaumeister ausgebildet und hat dann in Stuttgart zunächst einen Betrieb gegründet und ist dann aber sehr schnell hier in die Region gekommen und hat hier ein Unternehmen beachtlicher Art im Straßenbau geschaffen. Und auch heute legt die Familie Walter großen Wert auf den Kontakt zu ihren Mitarbeitern und ein gutes Arbeits- und Betriebsklima.